Hier vorne gibt es noch ein paar freie Plätze für die, die sitzen wollen. Ansonsten kann man sich, glaube ich, ganz bequem an die Bar anlehnen. Genauso wie man die Geschichte des Feminismus aus dem letzten Vortrag sozusagen mindestens bis zum Wechsel oder seit dem Wechsel ins 20. Jahrhundert verfolgen kann oder ins 19. Jahrhundert sogar, kann man sagen, der lange Schnorchel der Überwachung reicht auch ziemlich weit zurück, wenn man zum Beispiel an Überwachen und Strafen denkt oder das erste panoptische Gefängnis. Leonard Mühlenmeier wird sich aber jetzt besonders mit den letzten 69 Jahren in der Bundesrepublik beschäftigen und uns darüber erzählen, was sich da in Richtung Überwachungsstaat geändert hat. Viel Spaß. Ja, hi. Ich freue mich, dass so viele Leute da sind, die lernen wollen, wie man in 69 Jahren einen Überwachungsstaat aufbaut. Ich hoffe, ich werde dem gerecht. Als allererstes eine kleine Definition. Überwachung ist eben das Monitoren von Informationen. Und in meinem Blickfeld ist es derzeit eher staatliche Überwachung. Zwei Sachen vorweg. Erstens, es geht um Gesetze, Überwachungsgesetze. Das ist ein bisschen dröge, aber ich habe es versucht, so anschaulich wie möglich zu machen. Zweitens, das Ganze ist keine Verschwörungstheorie. Also das sind reale Gesetze, die so erlassen worden sind in 69 Jahren, fast 70 Stück. Und das ist meistens vom Deckmantel von Law and Order geschehen. Also so sind konservative Regierungen, die sehen das eben als probates Mittel, um für Sicherheit zu sorgen. Erstens, es geht um diesen Artikel, Chronik des Überwachungsstaates, den haben wir gestern vor einem Jahr veröffentlicht. Ich lese mal den Teasertext vor. Seit Gründung der Bundesrepublik Deutschland erlassen Regierungskoalitionen vielfach Gesetze, die Überwachung ausbauen und Freiheiten einschränken. Die Chronik des Überwachungsstaates dokumentiert diese Entwicklung. Da kam damals Markus Reuter auf mich zu, vor anderthalb Jahren, als ich Praktikum gemacht habe, und meinte, dass dieser Artikel noch auf Halde liegt. Der hatte damals schon den Titel, auch ungefähr den Teasertext, und dann habe ich mich darum gekümmert. Damals waren es noch ungefähr so 10 Gesetze, die da gelistet waren. Es gab auch schon andere Versuche, weit bis in die Nullerjahre zurück, so eine Chronologie anzustellen. Die war aber nicht immer befriedigend. Also teilweise war es viel zu wenig, viel zu verkürzt, teilweise war es viel zu viel und hat dann Sachen wie Zensur reingenommen, was halt keine wirkliche Überwachung ist. Also es waren eher Repressionschroniken. Letztendlich das Ergebnis ist dieses hier. Also es reicht anscheinend mittlerweile, um 6 Spalten zu füllen, wenn man über Überwachung in Deutschland redet. Es dauert ungefähr eine Stunde zu lesen, kann ich eben nur empfehlen. Es hat ungefähr 2 Monate gedauert, das zu schreiben. Und es geht hauptsächlich um Bundesgesetze, also und teilweise um Landesgesetze. So Schleierfahndung, Rasterfahndung ist eher Landesgesetzgebung, aber das meiste ist Bundesgesetzgebung. Dann noch 1-2 Urteile vom Bundesverfassungsgericht sind da drin. Und dann habe ich mir versucht, verschiedene Merkmale herauszufinden, die zu diesen Gesetzen passen, ob es Muster gibt und so weiter. Und direkt das allererste Merkmal, kommen wir gleich zu, direkt am Anfang habe ich gemerkt, dass es einen klaren Anstieg der Überwachung gibt. So gerade zum Jahrtausendwende, so nuller Jahre hat es angefangen mit 9/11, wurde viel mehr Überwachung umgesetzt auf der ganzen Welt, aber eben auch in Deutschland. Und als erstes Merkmal habe ich mir die Wahlperioden angeschaut, also wie viele Gesetze wurden in einer Legislaturperiode umgesetzt. Da kam diese Grafik bei rum. Also man sieht auf der X-Achse die Wahlperioden und auf der Y-Achse die Gesetzesanzahl. Und da sieht man eben so 16., 18. Wahlperiode, große Koalition, gab es mit die meisten. Und so ab der 14. Wahlperiode gab es mit den meisten Anstieg. Und zur kleinen Einordnung, ne, erste Wahlperiode eben ab 49, so fünfte um den 60er Jahren und zur 14. Wahlperiode war hier Jahrtausendwende. Und als nächstes habe ich mir angeschaut, welche Parteien alles diese Gesetze erlassen haben. Und das sind eben mit 54 Gesetzen hauptsächlich die Union, also CDU und CSU, weil sie halt auch mit am meisten an der Macht war. Als nächstes kam die SPD mit 48 Gesetzen, halt teilweise dann zusammen in der Großen Koalition erlassen. So um die knapp 40 waren in der Großen Koalition, 35, 40. Als nächstes folgt die FDP mit 19 Gesetzen und die Grünen mit 11 Gesetzen. So SPD und Grüne haben viel zusammen, zum Beispiel in der Chili-Zeit, erlassen. FDP kann man so schon mit als bürgerrechtliches Korrektiv sehen, wenn man es möchte. Zum Beispiel in der vorletzten Wahlperiode gab es halt wesentlich weniger Überwachungsgesetze, wo sie an der Regierung waren, in einer Regierungskoalition waren. Als nächstes habe ich mir angeschaut, wer wird wie oft genannt, also welche Behörden haben den meisten Ausbau erfahren. Da ist der erste Platz ganz eindeutig die Polizei mit 50 Gesetzen von diesen 70. Also 50 von diesen 70 Gesetzen sind an die Polizei gerichtet. Wohlgemerkt, die Gesetze sammeln meistens mehrere Behörden und erlassen dann ein Gesetz für mehrere auf einmal. Auf den zweiten Platz kommt der Verfassungsschutz mit 29 Gesetzen. Und daran sieht man schon, dass der erste und zweite Platz, also 50 Gesetze, 29 Gesetze,
dass bei Überwachung in Deutschland geht es hauptsächlich um innere Sicherheit. Es geht nicht um Auslandsüberwachung oder so, sondern es geht wirklich um innere Sicherheit. Deutschland soll als Land überwacht werden. Und auf dem dritten Platz mit 21 Gesetzen folgt der Bundesnachrichtendienst. Wohlgemerkt, die Gesetze sind nicht alle eins zu eins also gleich. Also natürlich sind manche stärker, manche schwächer. Der Bundesnachrichtendienst hat zum Beispiel massive Legalisierungen infolge des NSA-Skandals erfahren. Die Gesetze sind nicht unbedingt aufzuwiegeln mit denen von der Polizei. Als nächstes habe ich verschiedene Themen identifiziert, die die Überwachung in Deutschland angehen. Und wo es halt um öffentliche und private Leben geht. Und diese vier Themen habe ich jetzt Identifikation, Kommunikation, Finanzen und Reise genannt. Identifikation ist eben alles, wo es darum geht, Menschen zu identifizieren oder die Demografie Deutschlands zu erfassen. Bei Kommunikation geht es darum, Kommunikationsmedien abzuhören, wie zum Beispiel beim Staatstrojaner, der allseits bekannt sein sollte. Bei Finanzen geht es eben darum, Finanzströme zu ermitteln. Das kam so auch mit seit 9/11, so, um zum Beispiel zu schauen, wo Schwarzgeld fließt und so weiter. Und bei Reise geht es eben darum, Reisedaten abzuhören. Und da kam dann diese Grafik bei rum, ich hoffe, sie ist lesbar, von auch weit hinten. Gehen wir mal von unten durch. Also wieder X-Achse sind die Wahlperioden und Y-Achse die Anzahl der Gesetze. Wohlgemerkt, ein paar Wahlperioden fehlen, weil sie einfach da keine Gesetze gab oder sie nicht klar identifizierbar in diesen vier Kategorien waren. Gehen wir von unten durch. Reise war von Anfang an, so fünfte Wahlperiode, 60er Jahre, war sie relevant. Zieht sich durch die komplette Zeit seitdem. Hat 16. und 18. Wahlperiode einen starken Aufschwung erfahren. Und Finanzen ist nicht so ganz relevant. Wie gesagt, so 14., 15., 16., 17. Wahlperiode war das relevant. Müssen wir uns nicht darauf konzentrieren. Und dann Kommunikation. Kommunikation hat so seit der 11. Wahlperiode, es hat es angefangen, aber so einen richtigen Aufschwung gab es dann erst mit der 14., wo es halt die Digitalisierung voranschritt, wo es möglich war, leichter Kommunikation abzuhören. Um dann letztendlich bei Identifikation, ID hier genannt, zu enden. Das ist mit die relevanteste Kategorie. Also es geht hauptsächlich darum, Menschen zu identifizieren. Wer hält sich in diesem Land auf? Das möchte der Gesetzgeber anscheinend mit am meisten wissen. Als nächstes habe ich mir angeschaut, also Gesetze ändern ja bekanntlich Gesetze. Also in einem Gesetz wird dann immer genannt, so dieses Gesetz ändert dieses und dieses Gesetz. Und da gab es bei diesen 70 Überwachungsgesetzen insgesamt 280 Gesetzesänderungen. Insgesamt wurden 146 weitere Gesetze geändert. Und das ist, finde ich, schon massiv. Also das erhebt einfach die Unübersichtlichkeit. Also ich persönlich bin nicht mehr unbedingt bei durchgestiegen. Ich weiß nicht, ob die Juristen, die sich damit täglich beschäftigen müssen, die werden es bestimmt schaffen. Aber es ist einfach sehr unübersichtlich. Daraus habe ich auch noch eine Tabelle gemacht und das zeigt die 10 häufigsten Gesetze, Überwachungsgesetze, Entschuldigung, die 10 häufigsten Gesetze, die geändert wurden durch diese Überwachungsgesetze. Ganz unten mit den Gesetzen, die zuerst auftauchen und oben die Gesetze, die am neuesten sind. Wohlgemerkt, ein paar dieser Gesetze tauchen nicht in der Chronik auf, weil sie eben keine Überwachungsgesetze sind. Wie zum Beispiel das Aufenthaltsgesetz, das ist per Definition eigentlich kein Überwachungsgesetz, hat aber zum Beispiel seit Beginn der Flüchtlingsthematik einen starken Aufschwung erfahren. Oder auch Telekommunikationsgesetz, so seit der 14. Wahlperiode, wieder seit der Jahrtausendwende, starken Aufschwung erfahren, immer mehr. Und dann noch ein Punkt, der mir wirklich am Herzen liegt, die Grundgesetzeinschränkungen. Insgesamt gab es 19 Stück, das sind 27% der Gesetze, die in der Chronik auftauchen, gab es eine Grundgesetzeinschränkung. Und eigentlich wurde vom Bundesverfassungsgericht eine hohe Schwelle angelegt, um Grundrechtseinschränkungen zu machen. Und wenn dann mehr als ein Viertel die einschränkt, das ist scheiße. Danke. Genau, und als nächstes habe ich mir dann angeschaut, so wir gehen jetzt einmal von modernsten bis zur ältesten Methode durch, ein paar, wie in Deutschland überwacht wird. Zuallererst Staatstrojaner. Also direkt das Abhören von Kommunikation vor der Verschlüsselung auf dem Endgerät durch das Ausnutzen von Sicherheitslücken. Oder halt auch die Vorratsdatenspeicherung, die ich jetzt gleich dazu erwähnen möchte, wo es eben darum geht, Kommunikation, Metadaten, man weiß ja nicht genau, was sie wirklich dann abhören, Metadaten auf Provider-Ebene abzuhören. Also es ist alles so moderne Mittel, aber es gab auch sehr viele ältere Mittel,
wie zum Beispiel die Volkszählung 1987. Da sollten 100% Deutschlands erfasst werden, also nicht mal eine Stichprobe oder ein Sample, das man dann hochrechnet, sondern es wirklich die komplette Republik sollte erfasst werden. Damals gab es sehr starke Bewegungen dagegen, also Boykottaufrufe, und letztendlich wurden 95% erfasst. Kleiner Funfact, also teilweise sind dann die Helfer, die freiwilligen Helfer, die eben diesen großen Dienst erweisen wollten, unter Polizeischutz losgezogen, weil sie so massiv angegangen wurden. Eine Person soll mit einer privaten Waffe losgezogen sein, um eben diesen Dienst zu erweisen. Kann man machen. Als letztes Beispiel der große Lauschangriff, hier einmal symbolisiert am Kanzlerbungalow in Bonn, den es damals noch gab. Damals war 1998, als das Gesetz erlassen wurde, wo es eben um akustische Wohnraumüberwachung geht, wo die Behörden in deine Wohnung rein konnten und Wanzen oder Überwachungsmittel anbringen konnten, wohlgemerkt akustische, nicht visuelle. Wir müssen uns zu guter Letzt fragen, erfüllt das alles die Kriterien eines Überwachungsstaates? Überwachungsstaat ist ein Kampfbegriff, das gebe ich offen zu. Trotzdem, also deswegen, weil es eben ein Kampfbegriff ist, gibt es keine klare Definition. Trotzdem hat Privacy International 2013 verschiedene Kategorien aufgestellt, um einen Überwachungsstaat zu definieren. Oder 12 Thesen. Und diese 12 Thesen bin ich durchgegangen. Heute oder morgen kommt auch noch ein Artikel eben zu diesem Vortrag, wo es ein bisschen tiefer auf diese Thesen eingegangen wird. Ich möchte 4 exemplarisch durchgehen. Ein Überwachungsstaat, Überwachung als Lösung für komplexe Probleme. Ich finde, das passt. Gerade mit der Vorratsdatenspeicherung soll eben nicht nur Terrorismus, sondern auch Kriminalität angegangen werden. Das sind sehr komplexe Probleme und da wird die Vorratsdatenspeicherung als Allheilmittel angepriesen, die es eben nicht ist. Ein Überwachungsstaat sammelt Informationen ohne Rücksicht auf Unschuld oder Schuld. Zum Beispiel Operation Iconal, so kurz nach der Jahrtausendwende, vielleicht erinnern sich manche dran, oder halt auch die Veröffentlichung aus den Snowden Papers zeigen, dass massiv abgehört wurde, ohne auf Schuld oder Unschuld zu achten. Drittens, ein Überwachungsstaat vermeidet demokratische und gerichtliche Genehmigungen und Kontrollen. Bestes Beispiel, das Schreddern von NSU-Akten. Das ist für meinen Augen ist das eine Vermeidungsstrategie sondergleichen. Und es gibt die Versuche der Kontrolle, also zum Beispiel das parlamentarische Kontrollgremium. Aber die Frage ist wirklich, ob das reicht, um solche Behörden wie den Verfassungsschutz zu kontrollieren. Ein Überwachungsstaat viertens überwacht sowohl Bedrohung als auch Bedrohung seiner Praktiken. Auch wieder Beispiel Verfassungsschutz. Vor 2 Wochen gab es anwaltliche Korrekturwünschebriefe von Herrn Maaßen, Entschuldigung, von Anwälten des Verfassungsschutzes an Journalisten. Und das ist eben eine klare Überwachung der Bedrohung seiner Praktiken. Und diese Briefe wurden zum Beispiel auch an Netzpolitik.org veröffentlicht im Rahmen der Landesverratsaffäre. Also jo, in meinen Augen passt das Ganze, um in den Überwachungsstaat zu fallen. Es gibt auch noch weitere Beispiele, zum Beispiel CITES, also die Behörde, die unsere Verschlüsselung aufweichen soll. Es gibt den Modellbahnhof Südkreuz hier im Berliner Süden, wo eben versucht wird, ein Überwachungskonzept, ein visuelles Überwachungskonzept zu entwickeln, das in ganz Deutschland eingesetzt werden kann. Und ganz wichtig, es gibt halt diese 70 Überwachungsgesetze mindestens, also es fehlen mir bestimmt noch welche aus der Frühzeit der Bundesrepublik, wo ich immer über Tipps dankbar bin. Aber es gibt eben diese 70 Überwachungsgesetze und die müssen evaluiert werden. Man muss schauen, ob es funktioniert und man muss schauen, ob diese Methoden, wie zum Beispiel Staatstrojaner, ob die praktikabel sind. Und bevor wir irgendeine Behörde abschaffen, bitte evaluieren, also der Gesetzgeber oder privat sich als Zivilgesellschaft hinsetzen und schauen zu evaluieren. Und dann können wir immer noch den Verfassungsschutz abschaffen. Vielen Dank. Danke, Lennart. Lässt du Fragen zu? Okay, wir haben Zeit für 2 Fragen. Wenn jemand was ganz dringend unter den Fingernägeln brennt und jetzt genau wissen möchte, jetzt ist die Chance, bitte einmal melden. Okay, ansonsten halt später. Doch, eine Frage gibt es. Nur kurz eine Frage, gibt es eine Möglichkeit, solche Veränderungen, Überwachungsgesetze in Form eines Wikis, so wie Wikipedia, zu dokumentieren, zusammenzuführen und öffentlich zu machen? Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Es gibt ein Wiki, das in der Chronik auch verlinkt ist, und Herrn Danksagung, wo eben solche Leute den Versuch gemacht haben, sowas in Wikiform zu machen.
Ist nur eben, weil vielleicht mehrere Leute dran rumdoktern, ein bisschen zu weitgreifend gewesen. Kannst du im Artikel in der Chronik zur Überwachungsstatus einfach runterscrollen? Bei Dank ist das verlinkt, wenn ich mich richtig erinnere. Und sonst einfach gerne eine E-Mail schreiben oder einen Kommentar hinterlassen, dann würde ich das alles mit aufnehmen. Okay, dann nochmal Danke und Applaus für Lennart. Da hinten kommt eine Frage.